Ja, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Video der Firma MyBusParts. Heute wird es interessant, denn alle, die ihn losgekauft haben, müssen jetzt genau zuhören und aufpassen, denn jetzt gibt es ein paar Infos zur Verlosung. Das Wichtigste will ich eigentlich gleich am Anfang sagen. Die Verlosung findet diesen Sonntag am 1.5. um 20 Uhr statt. Das ist so die Hauptinfo für euch. Das wird eine Live-Übertragung auf YouTube sein. Den Link wird es hier in der Artikelbeschreibung geben. Da ist dieser Livestream schon angekündigt. Da kann man sich dann, sage ich mal, diesen Link merken und schon mal verteilen. Zum Weiteren, da viele gefragt haben, wie kann ich teilnehmen, was ist genau mein Los? Ihr habt ja, wo ihr dieses Ausmalbild vom Rebell gekauft habt, eine Bestellbestätigung bekommen. Auf dieser Bestellbestätigung ist immer eine Nummer hinterlegt. Das ist die Bestellnummer. Ganz wichtig, die Bestellnummer. Diese ist auch eure Losnummer. Das heißt, guckt in eure Bestellbestätigung oder in euren Account bei uns im Shop. Da ist auf jeden Fall die Bestellnummer hinterlegt und auch in der Bestellbestätigung steht sie. Wenn ihr mehrere Lose gekauft habt, kommen natürlich mehrere Bestellnummern auf ein Ticket drauf und werden dann in den Lostopf geschmissen. Also so viele Lose, wie ihr gekauft habt, so viele kleine Kärtchen kommen auch in den Lostopf. Das ist ganz klar. Die Verlosung wird live, wie gesagt, stattfinden am Sonntagabend. Wir werden dann alle kleinen Lose in eine Lostrommel werfen, einmal durchrühren und dann den Gewinner einfach ganz normal per Zufallsprinzip ziehen. Genau, so wird es laufen. Ich freue mich auf die Verlosung. Ich bin froh, dass der Triestar jetzt einen neuen Besitzer bekommt und dass sich einer von euch, die an der Verlosung teilgenommen haben, ja dann freuen kann. Und ich bin auch gespannt, wer es am Ende ist, denn es kann einer sein, der unbedingt die Triestar will. Es kann einer sein, der an der Verlosung generell nur teilgenommen hat, weil er die Aktion gut findet oder natürlich auch vom Helferkreis irgendeiner. Ich kann es nicht beeinflussen, keiner kann es beeinflussen. Es wird, wie gesagt, per Zufallsprinzip rausgezogen und ja, einer kann sich dann glücklich schätzen, den Triestar zu gewinnen. Genau, so wird es ablaufen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder uns eine Mail schreiben an info@mybusparts.de, wenn noch irgendwas unklar sein sollte. Ansonsten findet die Verlosung, wie geplant, am 1.5. 20 Uhr statt. Genau, das ist für euch ganz wichtig. Wir haben es extra ein bisschen später gelegt. Das Maikäfer-Treffen ist auch am Sonntag und ich denke, dass da alle dann wieder zu Hause sind, die vielleicht auch bei der Verlosung teilgenommen haben. Ich freue mich auch aufs Maikäfer-Treffen, kann ich jetzt schon mal an der Stelle sagen. Bin auch selber vor Ort und werde ein bisschen umherschauen. Freue mich auf jeden Fall auf wieder ein Treffen, dass ich viele Leute treffe, viele Gesichter mal wieder sehe und viele Bullis mir anschauen kann. Deswegen habt viel Spaß auf Maikäfer-Treffen für alle, die hinfahren. Und wir sehen uns dann zum Live-Event wieder am Sonntagabend, 20 Uhr, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, die ganze Sache wird ungefähr nur für euch zur Info maximal eine halbe Stunde dauern. Und wir werden auch da die aktuelle Spendensumme, die wir an Kerem überweisen, bekannt geben, sodass ihr auch wisst, wie viel Geld da letztendlich zusammengekommen ist. Auch die genaue Anzahl der Lose können wir dann genau sagen, weil ja jetzt bis zum Sonntag natürlich noch welche per Vorkasse bestellt haben, die natürlich noch überweisen müssen. Das muss man immer abwarten. Und da können wir aber dann alle Infos im Live-Event genau nochmal mitteilen. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, schaltet am Sonntagabend ein auf YouTube. Merkt euch den Link. Sagt allen, die vielleicht nicht bei YouTube unterwegs sind oder beziehungsweise nicht die Möglichkeit haben, die Info zu bekommen, die auch natürlich ein Ticket gekauft haben oder ein Los, dass die natürlich auch nochmal die Info bekommen, was los ist. Mich würde es natürlich freuen, wenn alle, die ein Los gekauft haben, natürlich auch am Sonntagabend einschalten. Wir werden natürlich auch den Gewinner, falls er das nicht sieht, danach auch nochmal schriftlich anschreiben, sodass sichergestellt ist, dass natürlich auch der Gewinner seinen Gewinn kriegt. Darüber werden wir auch nochmal ein Video machen zur Übergabe, freue mich auch schon drauf. Ja, ansonsten wünsche ich noch eine schöne Woche bis Sonntag, entweder auf dem Maikäfer-Treffen oder dann genau an dieser Stelle bei YouTube und ja, bis Sonntag.